Das Martin-Gropius-Krankenhaus blickt in diesem Jahr auf sein 155-jähriges Bestehen zurück. Benannt wurde es nach seinem Architekten Martin Gropius. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1990 war es ein sowjetisches Militärhospital. In den 1990ern gab es dann umfassende Sanierungen. Und seitdem ist es ein modernes Fachkrankenhaus für Psychologie, Psychosomatik und Neurologie. Die Neurologie leitet Dr. Grüger. Vor wenigen Tagen hatte er Anlass zur Freude, denn sein Zentrum für Multiple Sklerose wurde erneut zertifiziert. Heute wird er uns einige Fragen dazu beantworten. Ja, guten Tag, mein Name ist Albert Grüger. Ich bin seit 2006 Chefarzt der Neurologie hier am Martin-Gropius-Krankenhaus. Wir behandeln Krankheiten wie Schlaganfall, Parkinson-Krankheit, Multiple Sklerose, epileptische Anfälle. Und mein Verantwortungsbereich ist einerseits natürlich, mich mit um die Patienten zu kümmern mit den Kollegen und andererseits die Behandlung auch zu organisieren. Ja, wir sind sehr froh, dass wir das Zertifikat bekommen haben. Das wird von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft vergeben, einer großen und sehr gut organisierten Selbsthilfeorganisation. Das hat sehr an Bedeutung gewonnen, weil die Behandlung der MS doch ziemlich kompliziert geworden ist und deshalb in Zentren zusammengefasst wird, viel stärker als früher. Und wir freuen uns, dass wir diese Behandlungen hier anbieten können. Multiple Sklerose ist die Krankheit der tausend Gesichter, das Chamäleon unter den neurologischen Krankheiten. Es ist eine Erkrankung, bei der das eigene Immunsystem verrückt spielt sozusagen und Strukturen im Gehirn und Rückenmark angreift. Und die Symptome hängen davon ab, welche Stelle im Gehirn und Rückenmark betroffen ist. Und das ist mehr oder weniger zufällig. Und da unser Gehirn und unser Rückenmark den ganzen Körper steuern und auch die Seele steuern, kann es eben alle möglichen seelischen, körperlichen Ausfallerscheinungen hervorrufen. Die häufigsten Erstsymptome sind Sehstörungen. Die typische Sehstörung bei einer Multiplen Sklerose ist ein Milchglassehen vor einem Auge, das für ein paar Tage oder Wochen anhängt und das auch mit Schmerzen hinter dem Auge oder bei Augenbewegungen verbunden ist. Das zweithäufigste Symptom sind Missempfindungen, Kribbelmissempfindungen, Ameisenlaufen an den Gliedmaßen, meistens auf einer Seite. Das kann natürlich alle möglichen anderen Ursachen auch haben. Nicht jeder, der sowas hat, hat eine Multiple Sklerose, aber die MS fängt oft so an. Seltener führt es am Anfang zu Lähmungserscheinungen, aber auch das kommt vor, oder zu Blasenstörungen, zu Gleichgewichtsstörungen, zu Doppelbildern. Die Ursache ist eine Überaktivität des Immunsystems, sodass die ursächliche Behandlung darin besteht, das Immunsystem zu bremsen. Und da gibt es inzwischen eben eine Vielzahl an Medikamenten, die unterschiedlich stark wirksam sind, auch in unterschiedlichen Nebenwirkungsspektren haben, sodass man bei jedem Patienten sich sorgfältig überlegen muss, welches Medikament am besten geeignet ist. Damit bekommt man die Krankheit in vielen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen tatsächlich zum Stehen. Trotzdem bleiben Symptome übrig und die werden mit einer symptomatischen Behandlung betreut. Und dazu zählt nach wie vor Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, auch neuropsychologisches Training, je nachdem. Und dazu auch einige Medikamente, mit denen man zum Beispiel Schmerzen oder Krämpfe gut in den Griff bekommen kann. Dieser GLG-Gesundheitstipp entstand in Kooperation mit der Wohnungsgenossenschaft 1893. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie schön gesund.